Hallo, meine lieben Freunde, danke fürs Einschalten. Bevor wir mit der regulären Folge beginnen, möchte ich erstmal so ein bisschen auf die Community eingehen, denn ich habe letzte Woche, also by the way, ich hätte es gern früher gesagt, aber leider waren die Videos alle schon fertig und hochgeladen, deswegen kommt das Ganze erst jetzt, aber ich habe letzte Woche einen Kommentar gekriegt, den fand ich einfach persönlich ziemlich schön, das motiviert. Ich blende hier oben für euch mal ein, keine Angst, der Nutzer wird nicht angezeigt oder genannt. Ich denke mal, er weiß, wer gemeint ist und sowas, aber sowas finde ich echt cool, das motiviert weiterzumachen. Das macht einen einfach glücklich, da sieht man das halt wirklich, dass den Leuten gefällt, was man macht, und das motiviert auch immer besser zu werden. Also wollte ich nur mal erwähnen, also Grüße gehen raus. Danke für dieses liebe Kommentar, hat mich riesig gefreut, das zu bekommen. Und ja, ich hoffe, du und ihr bleibt mir auch weiterhin treu. Es werden vielleicht sogar mehr, mal schauen. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe dafür geben. Und ja, wollte ich nur mal so erwähnt haben. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, Freunde. So, Raptorenbabys sind dabei, groß und stark zu werden. Die brauchen nicht mehr allzu lange. Also die haben schon fast die Hälfte. Aber was wir jetzt für diese Folge hier vorhaben ist, halt, mir fehlt noch was, ist einen Flugsaurier, einen Petri zu zähmen. Denn wir brauchen... So, was nehmen wir noch mit? Das hier. Denn wir brauchen unbedingt Perlen, um den Plattformsattel für den Paracer uns aufzubauen. Das ist wichtig, denn wenn wir hier weggehen, würde ich gerne mir auf dem eine kleine Base aufbauen, so eine mobile, denn wir haben einen weiten Weg vor uns. Sicher ist sicher. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir irgendwo hier einen Petri finden. Es ist ziemlich ruhig hier geworden auf dieser Plattform. Sonst hatten wir, da ist einer. Ich muss mal näher ran, damit ich sehe, was für ein Level der überhaupt hat. Ob es sich lohnt. 135, das ist doch schon mal was. Damit können wir arbeiten. Die Frage ist jetzt, landet er hier oben drauf oder landet er irgendwo unten? Unten wäre natürlich nicht so praktisch für uns. So, keine Angst. Also ich werde jetzt nicht permanent nur noch am Fliegen sein. Wir wollen ja das Let's Play möglichst am Boden verbringen. So, der fliegt aber jetzt sonst wohin. Wo ich ihn nicht haben will. Aber wenn du hier hinten landest, wäre es natürlich super. Ha! Eigentlich fast perfekt. So. Da ist er echt gut gelandet. Also, man kann sich nicht beschweren. Da ist er gesichert. Da kommt keiner hin. So, das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, ich habe mein Narkosemittel vergessen. So, sehr gut, der liegt. Da wird noch einer fliegen. Aber egal, wir brauchen nur einen. So, da unten ist auch unsere Zähmfalle, die wir nicht verwenden können. Momentan, weil nichts hier unten ist. Einmal komplett umsonst gebaut. Aber okay. Ist jetzt halt mal so. So, ich pack den Bären schon mal rein. Oh no! Der braucht keine Bären, der braucht ja Fleisch. Ah, ich vergesse das immer. Okay, wir müssen uns beeilen. Shit, Hälfte vergessen. Nochmal zurück. So, wir brauchen ja auch noch einen Sattel. Am besten nehmen wir den gleich mit. Hier, sehr gut. So, wir brauchen das. Halt, was brauchen wir überhaupt? Ich habe es jetzt in der Eile nicht gesehen, richtig. So, Fasern und Leder. So, jetzt aber. So, okay, der Petri liegt noch. Sehr schön. So, dann hier dein Fleisch, lass es dir schmecken. Oh, sehr gut, ist schon fast fertig. Einmal Futter noch. Wird aber wahrscheinlich auch nicht allzu lange dauern. So.
Wäre ja zu schön, wenn jetzt hier unten was gespawnt wäre, aber nein, leider nicht. Gut, wir haben unseren Paracer, wir brauchen eigentlich jetzt hier keinen Trike oder einen Stego. Ja, doch, eigentlich schon zum Farmen. Wäre es ganz sinnvoll. So, aber wir müssen jetzt hier kurz warten. Wir haben einen weiblichen Petri Level 135. Das ist doch schon mal was Gutes. Sehr schön. Wir haben ihn gezähmt. Sie. Dann gib mir das Fleisch, bevor es verdirbt. Hier ist der Sattel. Ich hoffe, du kannst mich tragen. So, was hast du für Stats? Du hast 1200 Leben, kannst tragen 199, das ist eigentlich nicht schlecht. Nahkampfschaden sieht nicht übel aus. Wir können es ja mal versuchen, irgendwo zu testen. Beziehungsweise, wenn wir hier schon sind, können wir ja mal gucken, ob wir so einen von diesen Frozen Explorern hier nochmal finden. So, Dodo, du musst drunter leiden. Ja, okay, 95 ist nicht allzu viel. Aber immerhin. So, und ich habe ganz vergessen, wir haben ein Level-Up bekommen. Zwei sogar mittlerweile. So, auf was gehen wir? Noch einmal auf Resistenz, dann haben wir Resistenz 30. Das dürfte ja wohl dann erstmal reichen. So, Leben sind auch nicht zu vernachlässigen. So. Okay, wir können eigentlich schon unser ganzes Elektrozeug rein theoretisch aufbauen. Jetzt gerade noch mal hier schnell um die Ecke, ob hier irgendwo ein Explorer liegt. Da ist einer, sehr gut. So, was hast du mir zu bieten jetzt? Okay, wieder das übliche. Nameless Gift, ein flüssiger Stoff, mit dem man Rock Drakes aufziehen kann. Okay. Keine Ahnung, ob das als Nahrung dient oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir es mal aufheben. Rock Tricks werden wir auch später brauchen. Zumindest einen. So, jetzt erstmal zurück zur Base. Okay, hat einen Moment länger gedauert. Ich habe noch ein paar Tiere zwischendurch getötet. So, jetzt werden wir erstmal hier ausladen. Drei Level-Ups haben wir. Ich gehe hier. Stamina. So, okay, das müsste passen. Fürs Erste. Hier die Raptoren kommen zurecht. Jetzt fliegt er hier rum. Also soll es eigentlich warten. So, wir legen alles Verderbliche mal wieder hier rein. So, ein Bett nehmen wir uns noch mit. Zumindest ein Schlafsack, kein Bett. Zum Sehen brauchen wir eigentlich erstmal nichts. Das wäre Verschwendung, falls wir es jetzt verlieren sollten oder so. Gut, dann Petri. Oh, jetzt hat er da oben geparkt. Sitzt zwar ganz gut da oben, aber bringt mir nichts. So, dann gehen wir jetzt auf die Suche nach nicht Explorer Notes, nach Perlen. Aber ich hätte keine Stamina mehr. So, aber ja, es ist nicht ganz so einfach hier rauszufinden, wo man die Perlen am besten findet. Deswegen würde ich jetzt hier mal ganz kurz meinen Kopf ins Wasser stecken. Wow! Nein, nicht zu dir. Okay, fängt ja schon gut an. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwelche Perlen wären. So, dann weiter. Oh, da vorne ist ein Loot Crate. Den sollten wir uns holen. Oh no. Hier sind wir ein bisschen zu viele Krokodile unterwegs. Das lassen wir doch lieber nochmal. Das hier hinten sind Spitzen im Wasser. Das sind Pfeile. Wenn wir da reinfallen, sind wir vielleicht instant tot. Da ist noch ein Loot. Hier sieht es ein bisschen weniger gefährlich aus, den würde ich mir mal mitnehmen. Ah, cool, wir haben eine Knarre und einen Boomerang. Die Knarre ist cool, der Boomerang nicht.
So, mal schauen, was. Okay. 263 Schaden, also für den Anfang kann man es gebrauchen. Aber beschwere ich mich jetzt mal nicht. Eventuell finden wir hier sogar irgendwas, was uns weiterhilft. Ich werde mal einen Blick ins Wasser riskieren. Sieht nicht so aus, als ob hier auch irgendwo Perlen sind. Okay, dann müssen wir nochmal zurück. Und einfach weiter suchen. Hier ist so ein kleines Flussbett, also hier könnte es sogar sein, dass irgendwo Perlen drin sind. Ich glaube, das sind nur normale Steine. Ich werde trotzdem mal landen und schauen. Ha! Sehr gut! Okay, Jackpot. Ich werde gucken, dass ich mir möglichst viele mitnehme. Wenn ich noch welche finde. Hier sind welche. Sehr gut! Das lief jetzt ehrlich gesagt besser, als ich erwartet habe. So. Hier sind noch welche. Oh, das ist eine warme Quelle. Kann das sein? Oh ja. Im Wasser wird es richtig warm. So, wie viel habe ich? 200. Mal schauen, ob wir noch ein paar finden. Bestimmt. Welche? Okay, das dürfte jetzt eigentlich reichen. Nicht, dass wir am Ende zu schwer sind. Ja, es geht sogar. Cool. Okay, hier unten kann man es aushalten, so warme Quellen zum Baden. So, aber genug, wir müssen ja jetzt raus. Wir müssen gucken, dass wir wieder zurück zur Base kommen. Okay, wir haben einen Frozen Explorer. Den hole ich mir noch schnell. Okay, ja, war jetzt nicht so geil. Davon ist dafür hier ein weiterer Loot Drop, zu dem ich nicht gehe. Wird mich ja schon reizen. Ich habe das Gefühl, ich versuche die mal abzulenken. Mit, fällt runter. Oh, da muss ich aufpassen. So, sehr schön. Die sind unten. Aufpassen, dass mein Topper nicht zu weit hoch geht. Nein! Ihr Penner! Mann! Von meiner Nase löst sich das Scheißteil auf. Das gibt's doch nicht. So, wo ich gerade bin, weiß ich auch nicht. Das ist ein T-Rex. Ja, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ah, sehr gut, da vorne ist die Base. So, wir gehen runter. Ah, was ich jetzt natürlich vergessen habe, was wir wahrscheinlich unbedingt brauchen werden, ist Zement. Das wäre ganz gut gewesen. Aber okay, man kann nicht alles haben am Anfang. Erstmal schauen, was wir überhaupt brauchen.
So, wir brauchen nur 25. Das ist eigentlich nicht viel. Das können wir hier durchjagen mit unserem Keratin, was wir haben. Ah, Zement müssen wir erst freischalten. Steine. Haben wir auch zum Glück genug. Okay. Müssen nicht alles machen. Wir brauchen ja noch einiges. 25 reicht für den Anfang. Zementig passt es durch. Wir packen alles ein und ja, bauen uns erstmal unseren Sattel auf. Endlich. So, danach ist die Frage, haben wir genug Material, um hier überhaupt eine richtige Plattform drauf zu bauen? Das ist halt das andere Problem. So, aber ich packe jetzt erstmal hier den überschüssigen Stuff mal hier rein. So, boom, dann brauchen wir ja momentan auch nicht wirklich. Okay, cool. Unser Panzer ist fast fertig. So, da hinten tummeln sich einige Tiere, was ich jetzt ein bisschen schade finde nachträglich. Ich habe hier vorhin Ankylos gesehen. Die sind jetzt nicht mehr da. Ich denke mal, das liegt an den Terror Birds und den Deadlords, die da hinten wieder wüten. Denn ich hätte mir wahrscheinlich einen gerne gezähmt, um hier ein bisschen Stein abbauen zu können. Wie sieht es mit euch aus? Ja, ihr schwänzelt hier vor meiner Haustür rum, ich komme nicht weiter. So, aber okay. Wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen. Genau, Steinfundamente uns bauen. So, dafür brauchen wir. Wie viel werden wir denn brauchen? 9 Stück kann ich bauen. Ja, machen wir direkt mal 9. Okay, perfekt. Die legen wir hier auf die 0. Lassen das unnütze Zeug hier. Oh no, es wird schon wieder Nacht. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier am geschicktesten platzieren. Wir müssen ja auch schließlich noch irgendwie. Ah! Ich will den nicht so quer haben. Na toll, jetzt ist es Nacht. So. Ach verdammt, wir können nicht hier. Okay, ah, nee. Ich habe mich vertan. Wir können das ja anders machen. Wir können ja noch abstehende Strukturen hier hinbauen. Also beziehungsweise abstehende Strukturen ist jetzt ein bisschen blöd formuliert. Dächer. Dächer können wir hier hinbauen. Da hört es schon auf. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen viel uns vorgebaut. Oder können wir hier noch? Ne, leider nicht. So gut. Ich guck mal, was jetzt noch hier zu bauen ist. Wenn. Na, okay, wir haben eigentlich fast gar keinen Stein mehr. Das macht keinen Sinn. Dann. Platziere ich jetzt hier gerade mal komplett random die Strukturen. So, irgendwie. Die reißen wir jetzt ab, damit wir ein bisschen Stein über haben. Dann warten wir, bis es Tag wird. Und schauen mal, ob wir irgendwo doch vielleicht einen Ankylo finden oder einen Druidikorus oder irgendwas. Wenn nicht, fahren wir per Hand, scheißegal. Und ja. Bis zum Morgenkraut. Der Morgen ist erwacht. Wir schwingen uns auf unserem Petri-Verteil nochmal hier ein paar Ausdauer-Level-Ups und werden erstmal die Umgebung erkunden. Ob es sich jetzt überhaupt lohnt, loszuziehen oder irgendwas zähmen zu wollen. Es bringt ja nichts, wenn ich hier alles mobilisiere und mitnehme und wir finden nichts Interessantes. Eine Sache habe ich gerade schon in der Ferne erspäht. Die werden wir uns auch wahrscheinlich holen. So, hier sind halt lauter Schweinchen am Start, die wir nicht brauchen, die uns eigentlich nur stören. Durch die Gerüste gibt es hier genug.
Ja. Ist halt useless für uns. So, hier wäre auch ein Stego. Level 85, okay. Aber den hier wollte ich platt machen, um dann Electronics und so Zeug zu bekommen. Sehr gut. Irgendwas Gefährliches in der Nähe? Nein, außer hier diese scheiß Fliegen. Genau, gib mir mal schön dein Chitin her. So. Also, hier erstmal nichts Interessantes. Jetzt war ich gerade im Speermodus und sehe, hier unten liegt sogar ein Frozen Explorer für uns rum. Wasserflasche, okay. Davon haben wir mehr als genug, da brauche ich jetzt nicht noch mehr. Vor allem, wenn wir sie auch nie benutzen. So, wir suchen einfach mal weiter. Megatherium brauche ich erstmal nicht. Vor allem, du bist auch, glaube ich, ein eher low-leveliges. Ja, 85. Wärst du jetzt so ab 130, würde ich dich eventuell mitnehmen. So, wir schauen mal hier. Hier war doch, glaube ich, auch irgendwo noch was gespawnt, was wir gebrauchen könnten. Das scheint jetzt momentan nicht so der Fall. Okay, Leute, hat zwar nichts mit meinem eigentlichen Ziel zu tun, aber hier ist ein Kano Level 140. Das könnte interessant für uns sein. Ich versuche den jetzt einfach mal hier ein Stück mitzuziehen. Das Problem ist halt, die Viecher lassen sich echt von jedem Scheiß ablenken. Und die ganzen Sabertooths kommen mit. Was auch nicht so toll ist für uns. Komm einfach mal mit hier runter. Das Gute ist, wir sind momentan das Einzige, was er hier jagt. So, komm mit. Okay, ich sehe schon die Falle, das ist gut. Ich hoffe, der passt da durch. Ja, passt er. So, jetzt nur hoffen, dass er auch da drinnen bleibt. Sehr gut, bleibt da. Wunderbar. Und jetzt nur hoffen, dass wir den auch betäubt bekommen, bevor er was zerstört. Also ihr seht schon, ich klammer mich hier echt an jedes Hilfsmittel. Es ist ein Dino, den ich eigentlich nicht so geil finde, aber ich nehme ihn mit. So, halt still und hau irgendwo raus, genau, damit ich dich auch treffen kann. Also aufpassen, dass er nicht die ganze Zeit an der gleichen Stelle bleibt, sonst wird irgendwann die Struktur zerstört. Ich hoffe, die Pfeile reichen. Das wäre das nächste Problem. Und wir sollten auch treffen. Manchmal trifft er nicht. Oh no! Komm, treff! Seite wechseln.
Na, von hier können wir gut zielen. Oh no, jetzt kommt er. Wow, bleibt da bloß drinne. Scheiße. Ich dachte gerade schon, der Bug da drüber. Aber ich glaube, der ist im Fluchtmodus. Kann das sein? Ja, der bewegt sich nicht. Entweder stuck da einfach nur in der Ecke. Oder er ist schon im Fluchtmodus. Was sehr gut wäre. Er liegt. Nice. So. Okay, als nächstes müssen wir jetzt gucken, dass hier nichts Gefährliches irgendwo ist. Scheint aber nicht so. Okay, dann geht's jetzt erstmal zurück zur Base. Wir müssen Stuff einpacken und sehen uns gleich wieder. Okay, cool. In der Zeit, wo wir hier am Betäuben waren, sind unsere Raptoren auch schon fertig geworden. So, wir brauchen Fleisch. Fleisch und Betäubungsmittel. Betäubung haben wir, so wie ich gesehen habe. So, dann geht's wieder zurück. Gut, du bist auf. Greife Ziel an. Sehr gut. Dann. Ah, no. Rest ins Inventar. Und wie sieht's aus? Noch hat er nicht gefressen. Ja gut, es kann einen Moment dauern. Okay, wie viel hast denn du gefressen? Okay, fast die Hälfte hat er. Also noch zweimal fressen. Ja, aber die Folge wird jetzt lang genug. Wir haben hier auch viel gemacht, was wir eigentlich gar nicht vorhatten. Deswegen würde ich sagen, wir beenden die Zähmung in der nächsten Folge. Und schauen, dass wir dann irgendwie unseren Plattform-Sattel weiter ausbauen, beziehungsweise an einen Kylo oder Duidicurus noch zähmen, was wir ja natürlich auch brauchen werden, was hilfreich ist. Das andere Problem, was sich dann ergibt, ist, wir haben zu viele Dinos, zu viele, die wir nicht auf dem Weg mitziehen können. Was so viel heißt, es wäre ganz praktisch, Cryopods zu haben. Wir können sie freischalten, wir können sie aber wahrscheinlich schon nicht bauen. Deswegen habe ich auch vorhin den Tech-Dino angegriffen, damit wir eventuell ein bisschen Stuff dafür kriegen. Und ja, Leute, bevor die Zähmung jetzt doch vorbei ist, während ich hier laber, würde ich einfach sagen, das war's. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir noch ein Like da, ein Comment, ein Abo. Das wäre super nice. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein!